Wir sind hier auf dem Deichmann-Festival 2015. Hier ist der Wehrlos, wie man sieht. Wir nehmen euch von Freitag bis Sonntag mit und zeigen euch, was hier so abgeht. Hallo, wir sind von Regio TV. Wie findet ihr das denn hier so? Sehr geil. Ja, welche Bands habt ihr schon bisher gesehen? Beatsteaks, Fritz Kalkbrenner. Ja, eigentlich alle gestern. Fandet ihr die gut? Sehr gut, sehr gut. Echt sehr geiles Line-Up dieses Jahr auf jeden Fall. Und wen wollt ihr heute noch sehen? Immer mal der Kraftklub. Ja. Deichkind. Deichkind. The Kooks. Und Perkussiv. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Euch auch. Dankeschön. Das schmeckt so. Wunderbar. Sau lecker. Wen habt ihr euch heute schon angeguckt? Subways. Gestern. Ja. Und du bist da und bist informiert, ne? Ja. Und wen wollt ihr heute noch so sehen? Ja, Kraftklub. Das ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Es ist wunderbar, ich bin jetzt das zweite Mal hier und ich liebe das Deichbrand-Festival einfach. Die Stimmung hier, das ist einfach wie eine große Familie. Hallo, wie gefällt es euch hier? Geil. Hey. Wen wollt... Regio TV! Wen wollt ihr heute noch sehen? The Kooks. The Kooks ist krass genug. Bilderbuch. Dampfclub. Kommt das heute wieder? Ja. Und seit wann seid ihr schon hier? Donnerstag. Und gefällt's euch? Ja! Ja, das freut mich. Dann euch viel Spaß noch. Danke! Hallo, gefällt's euch hier? Ja, super. Ja, sehr gut. Seit wann seid ihr hier? Seit Donnerstagabend. Nee, Nachmittag. Und wen wollt ihr heute noch so sehen? Kraftklub. Genau, und Bosse und Eatfett. Ja, das hört sich doch gut an. Und wen habt ihr gestern euch schon angeguckt? Die Beatsteaks. Und Clueso. Bleibt ihr dann bis Sonntag hier oder fahrt ihr heute schon? Wir fahren erst Montagmorgen oder Montagnacht. Achso, okay. Ja. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ja, danke gleichfalls. Wen wollt ihr heute noch sehen? Sean Maul auf jeden Fall. Und Deichkind. Deichkind, Bosse, alles was kommt. Wir nehmen alles mit. Ja, das ist doch schön. Und seit wann seid ihr schon hier? Seit eben gerade. Seid ihr nur heute hier? Ja, also ich zumindest, ja. Ich bin länger hier. Seit wann bist du hier? Ich, also offiziell erst seit heute, aber ich werde morgen wiederkommen und alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Ja, das hört sich doch gut an. Arbeiten. Wie bitte? Ich musste heute leider noch arbeiten. Ach so, aber dann geht's ja die nächsten zwei Tage jetzt. Auf jeden Fall, definitiv. Das freut mich. Dann euch viel Spaß. Ja, danke, danke. Dazu. Hallo, gefällt's euch hier? Ja, ist sehr lustig hier. Braucht ihr eine Pause oder warum sitzt ihr hier? Nee, wir warten, dass das Liedfett losgeht. Und freut ihr euch drauf? Ja, freuen wir uns schon. Und wen wollt ihr heute sonst noch so sehen, außer Liedfett? Also zu Bosse wollen wir hin und auf jeden Fall zu Kraftklub, Deichkind. Ja, das hört sich doch gut an. Und seit wann seid ihr schon hier? Wir sind Donnerstag angereist. So, und bleibt ihr bis Sonntag, oder? Wir hauen Montag erst ab. Achso, okay. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Danke, danke. Auf dem Deichmann-Festival gibt es zwei große Bühnen und ein Palastzelt. Und die zwei großen Bühnen wechseln sich immer ab. Und so sieht das aus, wenn die Menschen auf die neue Band warten. Hallo? Warum sitzt du denn hier so alleine? Weil keiner mitkommen wollte. Wen möchtest du denn jetzt hier sehen? Schandmaul. Hast du Lust darauf? Ja. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Danke. Auf wen wartet ihr hier jetzt? Schandmaul. Freut euch auf den? Ja, auf jeden Fall. Und wen möchtet ihr heute noch so sehen? Schandmaul. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Dankeschön. Auf wen wartet ihr jetzt? Wir warten auf Bosse. Und seit wann wartet ihr hier schon? Seit ungefähr 20 Minuten. Und freut ihr euch auf ihn? Ja, na klar. Jetzt kommt ja erstmal Schandmaul. Und wir müssen uns jetzt schon anstellen, weil wir das sonst nicht in die erste Reihe schaffen. Wollt ihr schön weit vorne stehen? Ja, genau. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß. Dankeschön.
gefällt es euch hier? Richtig gut. Sehr gut. Und seit wann seid ihr schon hier? Seit Donnerstag. Ja, seit Donnerstag. Und wann fahrt ihr weg? Ich fahre Montag weg. Genau, wir fahren Montag weg. Ja. Und wen möchtet ihr heute noch sehen? Kraftclub. Ja, Kraftclub sehen wir doch. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Danke. Hallo, wie gefällt es euch hier? Sehr gut. Alles super. Seit wann seid ihr hier? Seit Freitag. Nee, seit Donnerstag sind wir da. Und wie lange bleibt ihr noch? Bis Montag. Und wen wollt ihr heute noch sehen? Wir wollen jetzt gleich mal zu Liedfett. Genau. Und dann wollen wir noch Kraftclub sehen und Deichkind. Ja, das hört sich doch gut an. Und wen habt ihr gestern schon angeguckt? Das Subways haben wir geguckt. Was haben wir noch geguckt? Die Donuts. Genau. Beatsticks haben wir noch geguckt. Und wie fandet ihr Beatsticks? Sehr gut. War sehr geil. Super, ja. Ja. Wen fandet ihr bisher am besten? Beatsticks. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß hier. Danke. Hallo, wie gefällt es euch hier? Gut. Seit wann seid ihr schon hier? Heute Mittag. Okay, und wie lange bleibt ihr? Heute Nacht. Guckt ihr also nur heute? Bitte? Guckt ihr also nur heute? Ja. Wen wollt ihr heute sehen? Besonders Deichkind. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß. Danke. Hallo, wie gefällt's euch hier? Sau geil. Schmeckt das Essen? Sau geil. Und seit wann seid ihr hier? Naja, seit gestern erst. Okay, und wie lange bleibt ihr hier? Bis morgen. Volles Programm. Und wen wollt ihr morgen noch angucken? Wer ist morgen nochmal da? Fettes Brot. Genau. Habt ihr Bock drauf? Mega. Okay, es freut mich. Ich wünsche euch dann noch viel Spaß. Jo, danke, euch auch, ne? Oh mein Gott! Oh mein Hallo, Gott! Ich bin der Fernsehen! Ich bin der Fernsehen! Wie gefällt es euch hier? Gut. Seit wann seid ihr schon hier? Seit Freitag. Ja. Und bleibt ihr auch bis Sonntag noch? Ja, auf jeden Fall. Und wen wollt ihr morgen noch so sehen? Wen wollen wir morgen? Fettes Brot. Ich habe gerade den Plan nicht im Kopf. Und seid ihr das erste Mal hier oder seid ihr schon öfter hier gewesen? Ich bin das erste Mal hier. Das dritte Mal? Ich bin das erste Mal hier. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Hallo, wie gefällt es euch hier auf dem Zeltplatz? Super, ja. Wir haben super nette Nachbarn. Also das Wetter spielt doch einigermaßen mit, oder? Ja, sehr schön, alles super. Ja, das freut mich. Und wen wollt ihr heute noch sehen? Deichkind, Kraftclub, Bosse. Bilderbuch. Bilderbuch wollen wir sehen. Wen wollen wir noch sehen? Wen wollt ihr noch sehen? Ich weiß gar nicht, wer heute noch kommt. Ich will das wieder sehen, aber das geht leider nicht. Und Clouseau noch einmal. Fandet ihr die gut? Super, richtig schön. Wir sind da gleich bei den Klosen, dann machen wir nur noch auf dem Platz. So, wie gefällt es euch hier auf dem Festival? Super geil, Alter! Ja? Alter! Eure Laune scheint ja sehr gut zu sein. Ja, klar. Natürlich, immer gute Laune hier. Das ist der Festival, der hier schlechte Laune hat. Genau. Und zeltet ihr hier auch? Ja, klar. Ja, natürlich. Ja. Und wie findet ihr das Wetter so? Ja, ist der Hammer. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Ja. Ein bisschen Wind. Das ist frisch. Boah, das aber kein Regen bisher, oder? Nee, nee doch. Nee. Nur in der Nacht. Donnerstag. Ja, nichts hatten wir welchen. Und bleibt ihr auch bis zum Ende hier? Ja, klar. Bis Montag. ja, das ist Donnerstag. Ballern! Ballern! München! Wie gefällt es euch hier? Ist ganz in Ordnung hier. Zeltet ihr auch hier? Ja, wir zelten auch hier. Ballern. Aber das Wetter spielt doch einigermaßen mit, oder? Ja, natürlich. Ballern. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß.
Baller. Geht ihr auch. Wie gefällt es euch hier? Großartig. Ganz stark, ja. Seit wann seid ihr schon hier? Donnerstagabend. Ihr zeltet auch hier? Ja, natürlich, klar. Und wie lange bleibt ihr noch? Morgen Nachmittag, dann werden wir die Abreise antreten. Achso, ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Danke gleichfalls. Interview! Hallo, wie gefällt es euch hier? Richtig toll. Ja, wie lange seid ihr schon hier? Seit Donnerstag Vormittag. Und wie lange bleibt ihr noch? Bis zum Ende. Ja, das hört sich doch gut an. Und zeltet ihr auch hier, ja, oder? Natürlich, hier ist unser Hauptsitz für Viva Con Cock. Wie gefällt es euch hier auf dem Festival? Das ist hammer mega cool. Ich finde auch wirklich cool. Und seit wann seid ihr schon hier? Seit Donnerstag und wir wollen jetzt Montag noch weg. Achso. Und wen habt ihr heute schon gesehen oder habt ihr noch keinen heute? Heute noch nicht, aber wir gehen zu Bosse gleich um 7 Uhr ungefähr. So, ja, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Vielen Dank. Ralf, mach den Platz hier auf. Hallo! Moin! Wie gefällt es euch hier? Ist eigentlich ganz lässig. Ja, ja, und. Radio? Nee, wir sind vom Fernsehen. Oh, das wollte ich nicht. Der wird warm, ich würde aufpassen. Ja, das glaube ich wohl. Und gefällt es euch denn hier auch auf dem Zeltplatz? Klar. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde es klasse. Macht es Spaß? Ja. Ja, glaube ich wohl. Leute. Ja. Gute Musik, gutes Wetter. Und wen wollt ihr heute noch sehen? Bosse. Also wir wollen auf jeden Fall noch zu Bosse. Deichkind und Kraftklub wollen wir auch noch sehen. Ja, das hört sich doch gut an. Ganz einfach. Station 17. Station 17. Kennt ihr die? Bitte? Station 17. Das sind Bilder. Nein, jetzt ernsthaft. Die sind gut. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Dann wünsche ich euch viel Spaß und einen guten Hunger. Ja, danke schön. Danke. Ja, danke. Lecker. Ja, das waren jetzt ein paar Impressionen vom Deichbrandfestival 2015. Auch nächstes Jahr wird es wieder einen Deichbrand geben. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen. Das war es jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hoffen auch von Regio TV nächstes Jahr wieder dabei zu sein. 6 Nöbelstück, was halten Sie davon? Ja, sehr schön. Anstrengend. Ich kann das gut vorstellen, dass das anstrengend ist.
bitte mit Tasche. Sie schlossen die Schmerzen. Oh,
für das kommende Jahr. Und ich möchte Ihnen herzliche Grüße ausrichten von dem Präsidenten des TUV Niedersachsen, Hermann Kröger, der mich gestern angerufen hat und heute leider nicht selbst erscheinen konnte und sagt, Benno, du musst dich mal vertreten und du musst da lang Förden fahren. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit, aber dann sagt er, du darfst die Erdbeerkönigin führen. Alles klar, ich fahre. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hierher gekommen bin. Es ist eine tolle Atmosphäre, ein tolles Fest und eine tolle Stimmung. Vielen Dank. Die Wahl ist auf Sarah Detmer gefallen. Sie ist 19 Jahre jung und wohnt in Langförden. Sie bekennt sich voller Stolz dazu, aus dem Oldenburger Münsterland zu kommen und dieses als 10. Erdbeerkönigin nach außen vertreten zu dürfen. Ich denke, mit ihrem jugendlichen Anmut und diesem Bekenntnis zum Oldenburger Münsterland versammelt sie alle Tugenden in sich, eine gute Botschafterin für das Oldenburger Münsterland zu werden. Wie Sie möchten. Stell mich einmal kurz vor, also ich bin Sarah Detmer, mich kennt man auch unter Else. Ich bin 19 Jahre jung und wohne hier im schönen Langförden. Ja, und ich habe jetzt gerade frisch mein Abi in der Tasche und starte jetzt im August ins Berufsleben. Ja. Ich freue mich natürlich riesig, dass das Team mich auserwählt hat und dass ich jetzt die Nachfolgerin von Johanna bin. Ja, umso mehr bin ich auch stolz, dass ich aus Langförden unsere Region vertreten darf. Wir wollen heute hier in Borwede einen Feldtag der Landwirtschaftskammer Niedersachsen durchführen, der sich deutlich abhebt von den regionalen, die an den Bezirksstellen stattfinden, in dem hier sehr viele Akteure beteiligt sind aus den verschiedensten Bereichen und wir auch alle Fruchtarten ansprechen wollen, die wir in Niedersachsen kennen. Also wir stehen hier zum Beispiel vor Erbsen und aber auch Kartoffeln und auch zum Beispiel Möhren sind ein Bestandteil und nicht nur die klassischen großen Kulturen, die sich im Anbau befinden. Dies, denke ich mal, dürfte eine Veranstaltung werden, die alle anspricht und die insofern auch eingerahmt von dem Wetter hoffentlich heute ohne Regen ein voller Erfolg werden wird. Der Fachbereich Ökolandbau der Landwirtschaftskammer Niedersachsen präsentiert sich auf dem Feldtag hier in Borwede halt auch mit drei Schwerpunkten. Wir haben uns überlegt, was ist uns wichtig, und einmal auch zu zeigen, am Beispiel des Wintergetreideanbaus, da haben wir halt, unterscheiden wir uns doch sehr deutlich im Bereich der konventionellen Sorten, dass wir halt auch längere Sorten haben, auch Ökozüchtung dabei haben, die sehr hohe Backqualitäten bringen. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Körner-Leguminosen. Da ist es uns wichtig, da ja auch im konventionellen Anbau, auch dass durch das Greening auch die Nachfrage enorm zugenommen hat, haben wir hier halt eine Vielfalt an Körner-Leguminosen hingestellt. Das Klassische sind Sommer-Körner-Futtererbsen, die Sommer-Ackerbohne, aber wir haben halt auch die Winter-Ackerbohne, Wintererbsen im Gemengeanbau mit Getreide hier stehen. Bis hin auch Lupinen, blaue und gelbe Lupinen demonstrieren wir hier auf der Versuchsstation. Und als Besonderheit, damit beschäftigen wir uns schon seit 6 Jahren mit dem Sojabohnenanbau in Niedersachsen, was auch zunehmend halt interessant wird, weil neue Züchtungen auf den Markt kommen. Und als letztes, als Nicht-Leguminose, aber als Eiweißpflanze haben wir noch den Buchweizen hier stehen, wo wir Versuchserfahrungen gesammelt haben, der sich sehr wohl auch neben als Speisebuchweizen auch als
Futterbuchweizen eignet. Und als dritter Punkt, Schwerpunkt, wird hier noch eine Maschinenvorführung laufen. Wir führen hier insgesamt 6 Maschinen vor. Es sind 3 Scharhacken und 3 Striegel. Und es geht los mit der neuen konstruierten Scharhacke von der Firma Treffler. Das Besondere an dieser Hacke ist, dass sie über eine Art Furchen oder Gleise auch genannt, die vorher gezogen werden, entweder bei der Aussaat oder mit dem ersten Hackdurchgang halt gezogen werden in den Boden. Und die folgenden Einsätze mit dieser Hackmaschine laufen halt in diesen Furchen, in diesen Gleisen. Das heißt, sie soll sich dann dadurch selber führen. Und man kann, oder so sagt es die Firma, Treffler mit vergleichsweise hohen Arbeitsgeschwindigkeiten dann hacken können. Diverse Zusatzaggregate zum Häufeln und auch innerhalb der Kulturreihe, die dann das Unkraut regulieren, können halt rangebaut werden. Das zweite Gerät ist von der Firma Schmotzer, eine Scharhacke, die über eine Kamera geführt wird, die sich auf einer Pflanzenreihe abtastet, es an eine Rechnereinheit weitergibt und dann wird ein Verschieberahmen entsprechend rechts oder links gesteuert und an diesem Verschieberahmen arbeitet dann die eigentliche Scharhacke. Auch das Hackgerät ist mit verschiedenen Zusatzaggregaten, beispielsweise die Fingerhacke oder Torsionshacke, ausgestattet. Als dritte Scharhacke von der Firma Einböck, ebenfalls Kamera geführt wie das vorher genannte Gerät. Das gleiche Prinzip eigentlich, hat aber nochmal einen anderen Verschieberahmen, der anders konstruiert ist. Hat auch in der Ausstattung her Zusatzaggregate, die innerhalb der Kulturreihe arbeiten, Fingerhacke, Torsionshacke, Häufelkörper und Rollstriegel, die hier auch demonstriert werden. Und das wäre halt der Schwerpunkt bei der Hacktechnik. Bei der Striegeltechnik haben wir als erstes den Zinkenstriegel der Firma Treffler. Den gibt es schon seit 10 Jahren, ist eine besondere Konstruktion, weil die Zinken, jeder einzelne Zinken ist über eine Feder aufgehängt. Die Feder kann in einem weiten Bereich zwischen 200 und 5000 Gramm halt verstellt werden über eine zentrale Welle. Und dieser Treffler-Striegel arbeitet sehr kulturschonend. Er kann selbst auf Kartoffeldämmen arbeiten und ist zurzeit eigentlich der Striegel, der sich auch am meisten zurzeit auf den Praxisbetrieben halt im Einsatz befindet. Der zweite Zinkenstriegel von der Firma Einböck ist ein neues Gerät, was optimiert wurde. Da wird der Anstellwinkel der Zinken, wie es klassisch eigentlich üblich ist, verstellt, auch hydraulisch. Und darüber wird halt dann die Aggressivität des Zinkenstriegels halt eingestellt. Auch der Zinkenstriegel ist halt auf einem Pendelfahrwerk aufgebaut, damit er sich besser an dem Boden anpassen kann. Das ist also auch neu bei diesem Einböck-Striegel. Und das letzte Gerät, auch von der Firma Einböck, ist eine sogenannte Sternrollhacke. Das Urprinzip kommt aus den USA, vor Jahrzehnten dort als Krustenbrecher entwickelt. Und die Firma Einböck hat dieses Prinzip nochmal neu überarbeitet und hat ein Gerät jetzt, wo man den Druck nochmal während der Fahrt auch verstellen kann. Und diese Sternrollhacke passt eigentlich besser auf sehr festen Böden, auf sehr lehmige, trockene Böden, tonige Böden und weniger auf Sandböden, weil durch dieses Krustenbrechen halt da auch größere Bodenteile gelöst werden und damit halt auch Unkräuter halt gelöst werden und vertrocknen können. Das sind also die 6 Geräte, die hier eingesetzt werden und sollen halt auch das Wesentliche erstmal darstellen, was es so an moderner Technik auch an Systemen zurzeit gibt. Ja, herzlich willkommen. Sie stehen hier heute vor den Landessortenversuchen, die Andreas Lege und ich, mein Name ist Hinrich Hüving, hier heute den Besuchern des Feldtages in Borwede präsentiert haben. Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Station ist die Vorstellung der einzelnen Weizensorten, die heutzutage hier eine sehr wichtige Produktionsgrundlage im landwirtschaftlichen Betrieb darstellen. Die Sortenwahl ist äußerst wichtig im Hinblick auf Krankheitsresistenzen der Sorten, auf Ertrag, was eben letztlich dann eben auch das finanzielle Ergebnis der Landwirte beeinflusst. Und daher ist es ganz wichtig, die richtige Sorte für seinen Betrieb auszusuchen. Dafür haben wir hier über 20 Sorten in dem Versuch stehen, die wir miteinander vergleichen können. Wir fahren hier unterschiedliche Intensitäten
mit Fungizid, ohne Fungizid, mit Wachstumsregler, ohne Wachstumsregler, sodass wir letztlich alle Facetten einer Sorte erfassen können und somit dann auch dem Landwirten die richtige Beratungsempfehlung geben können. Sie sehen hier einige Sorten, die sich hier sehr gut darstellen. Hier an dem Standort wächst der Weizen hervorragend, sodass man hier auch eine sehr gute Grundlage für seine Präsentation hat. Wir haben hier viele Besucher heute durchgeschleust und es stehen auch immer wieder einige Leute Schlange, um sich halt über die neuesten Sorten, die es hier am Markt gibt, zu informieren. Und wir helfen Ihnen hier letztlich die richtige Entscheidung dann zu treffen, indem wir die einzelnen Eigenschaften der Sorten erklären und eben auch hier am praktischen Beispiel innerhalb der Parzellen, innerhalb des Versuchs dann eben zeigen. Landwirt Niedersachsen ist ein Angebot der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und zwar ist es ein Online-Geoinformationssystem. Man kann relativ gut die Lage und die Eigenschaften von Flächen damit identifizieren und die eigenen Flächen auch im Überblick behalten. Es ist ganz einfach zu bedienen. Es gibt eine Fülle an Informationen, die im Land Niedersachsen verfügbar sind, von Luftbildern und auch von Flurstücken. Und natürlich sind die Referenzflächen der Landwirtschaft auch mit drin, nämlich die Feldblöcke. Man kann Landmap auch mit mehreren nutzen. Das heißt, es ist mehr benutzerfähig. Das heißt, der Berater Ihres Vertrauens oder die Bank oder Kollegen können Sie in Ihren Account einladen und beispielsweise einen Überflug an Ihrem Schreibtisch über Ihre Flächen machen. Natürlich können Sie auch Ihre individuellen Schläge einstellen. Das heißt, jede einzelne Fläche mit Ihrer Kulturart, mit Ihrer Flurstücksbezogenheit, Ihrem Feldblock, den Maßnahmen, die Sie auf dieser Fläche vorgemacht haben, da können Sie in Landmap Ihre individuellen Flächen genauestens beschreiben und auch dokumentieren. Der Sinn ist eigentlich, dass Sie sehr schnell Ihre Informationen über Ihre Flächen an andere weitergeben können. Zum Beispiel über Ausdruck von Karten, über ein PDF-Dokument, das Sie auch digital erstellen können und auch per E-Mail beispielsweise verschicken können. Bei dieser Station geht es darum, zu zeigen, wie ein Landwirt sachgerecht an einem Graben Pflanzenschutzmittel ausbringen kann. Denn entscheidend ist bei uns in Niedersachsen, wie auch in vielen anderen Bundesländern, dass ein Meter Mindestabstand eingehalten wird. Das bedeutet Böschungsoberkante, also da, wo die Schräge der Böschung in die Gerade übergeht, dass dann plus ein Meter entsprechend nicht behandelt werden darf. Das kann man entweder so regeln, dass man also nicht an den Graben heranackert, sondern da einen Meter von abbleibt oder auf der anderen Seite Düsen schließt. Das heißt also, zwei Düsen müssen mindestens geschlossen werden und die dritte muss dann entsprechend mit einer asymmetrisch abspritzenden Randdüse ausgerüstet werden. So, es gibt auch elektronische Einrichtungen, die also den Landwirt in die Situation versetzen, vom Schlepper aus entsprechend die Düsen zu schalten. Das heißt, da an der dritten Position, also im Inneren des Gestänges, wird ein Ventil mitgeschlossen, aber ein zweites automatisch geöffnet, wo dann entsprechend die Randdüsen drin sind. Und so hat der Landwirt dann, ohne anzuhalten, die Möglichkeit, Pflanzenschutzmittel am Graben auszubringen. Wir haben ja quasi einen künstlichen Graben demonstriert. Das heißt, Sie sehen hier die roten Stangen entlang der Böschung, die die Böschungsoberkante dokumentieren. Die gelben Stangen entsprechend zeigen den Bereich des 1 Meter Abstandes, den wir also nicht behandeln dürfen. Dieser Bereich bleibt also frei von Pflanzenschutzmitteln. Daneben wird entsprechend, so wie es in der Gebrauchsanleitung steht, dann mit der Technik gearbeitet. Das kann bedeuten, dass die Düse gewechselt werden muss, dass entsprechend der Druck und die Fahrgeschwindigkeit reduziert werden, um letztendlich abdriftsicher dann die ersten 20 Meter am Graben zu behandeln. Ja, wir befinden uns hier in einem Versuch, einem Wachstumsreglerversuch in der Getreideart Triticale.
Tritikale ist eine Kreuzung aus Weizen und Roggen. Eine etwas langstrohigere Art in Richtung Roggen und daher auch sehr lageranfällig durch die Langstrohigkeit. Und aus diesem Grunde, um Lager zu vermeiden, wird diese Getreideart eingekürzt mit entsprechenden Wachstumsreglermaßnahmen, um halt damit Ertrags- und Qualitätseinbußen zu verhindern. Wir haben hier verschiedene Varianten angelegt. Man sieht es auch in der Abstufung. Hier auf der Seite die unbehandelte Kontrolle mit der vollen Wüchsigkeit dieser Getreideart. Und hier neben ist eine Spritzfolge aus zwei Wachstumsreglern gefahren worden, die dann zu einer Einkürzung des Halmes von ungefähr 20 cm geführt hat. Des Weiteren haben wir weitere Intensitäten hier gefahren mit auch Dreifachspritzfolgen oder auch Einfachbehandlungen, die man recht gut hier im Feld, was wir gleich noch sehen werden, sehr schön abgestuft erkennen können. Es geht hier bis zu Einkürzungen von 43%, was wahrscheinlich im Normaljahr auch total unwirtschaftlich ist, was aber auch mit abgeprüft wird, bis hin zu Einkürzungen, die im Normalmaß, sagen wir mal, um die 20 cm liegen, wie wir es hier sehen, die dann oftmals im Normaljahr zu einer vollkommenen Sicherung der Standfestigkeit ausreicht. Nicht alle Maßnahmen, das stellt sich in Versuchen immer wieder dar, sind wirtschaftlich. Wenn die Witterungsbedingungen oder die Jahresbedingungen nicht dazu führen, dass in der Getreideart Lagerschäden auftreten, also dass die Pflanzen sich hinlegen und somit Ertrag verloren geht oder auch eben die Ernte erschwert wird oder Qualitätsverluste eintreten, dann sind diese Maßnahmen in der Regel unwirtschaftlich. Während wenn wir jetzt nach dieser Folge an Trockenheit noch Unwetter bekommen, sprich Sturm und Regen in höherem Maße, dann kann es dazu führen, dass eben diese Lagerschäden auftreten und dass dann auch eine höhere Intensität an Wachstumsregler-Einsatz dann hochwirtschaftlich sein kann. Ja, wir vom Fachbereich Landtechnik haben uns auf diesem Feldtag darauf spezialisiert, etwas zum Thema Schleppertechnik vorzustellen. Wir haben vier verschiedene Systeme hier gezeigt. Als erstes ging es um das automatische Lenksystem. Dort haben wir einen Glasschlepper vorgeführt, der praktisch mit dem GPS-Pilot letztendlich automatisch Spuren abfährt, automatisch lenken kann am Feldende. Letztendlich geht es darum, möglichst wenig Spuren zu führen auf dem Feld und letztendlich auch Diesel und einzusparen. Es geht darum, Überlappungen zu vermeiden. Und mit diesem System ist das also möglich. Der Schlepper wird, ohne dass jemand am Lenkrad sitzt und ihn bewegt, fährt automatisch über das Feld. Als zweites haben wir hier verschiedene Schlepper gehabt von der Firma Fendt. Da ging es um unterschiedliche Luftdrücke in den Reifen. Einmal mit einem höheren Luftdruck, 1,8 bar, und einmal mit einem niedrigen Luftdruck von 0,8 bar. Da geht es um die Zugkraftmessung und wir konnten hier deutlich zeigen, dass mit weniger Druck in den Reifen auch eine höhere Zugkraft möglich ist. Es wurde mit einem Reifendruckregelsystem von der Firma Fendt ist es möglich, letztendlich diesen Reifendruck zu verstellen. Und wir wollten hiermit deutlich machen, dass diese Systeme auch für den Praktiker, für den Landwirt, für den Lohnunternehmer sinnvoll sind, um Diesel zu sparen, aber letztendlich auch den Boden zu schonen. Und Stichwort Bodenschonung, auch da stehen wir hier vor dem Quadrac. Auch diese Maschine wurde vorgeführt mit seinem Gleiskettenlaufwerk. Was man hier sehen kann, mit seinem Gleisketten- oder Bandlaufwerk, obwohl die Maschine relativ schwer ist, kann es durch diese Gleisketten mit der großen Aufstandsfläche zu einem sehr geringen Kontaktflächendruck kommen. Und das ist wiederum sehr bodenschonend. Und dies haben wir mit dieser Maschine verdeutlichen können. Als letzte Variante, die wir vorgestellt haben, einen
Agrar-LKW, einen Agrotruck von der Firma Stapel. Auch dieses Fahrzeug, das aussieht wie ein LKW, ist aber bauartmäßig ein Schlepper. Und auch hier haben wir den Zuschauern gezeigt, welche Möglichkeiten bei diesem Fahrzeug bestehen. Auch dieses Fahrzeug war mit einer Luftdruckregelanlage ausgestattet, um möglichst bodenschonend auf dem Acker unterwegs zu sein. Ja, wir sind ja heute auf dem Feldtag in Borwede. Jetzt sind wir schon am Schluss des Feldtages und das Bodenprofil ist hier auch bei dem Publikum heute der große Renner gewesen. Also man hat ja nicht oft, dass gerade auch so ein großes, wir haben ja jetzt diesmal auch sogar 6 Meter mindestens hier ausgehoben, die Wurzeln, die verschiedenen Wurzeln von den Pflanzen freigelegt. Also Raps geht hier die Feinwurzeln bis 1 Meter runter zum Beispiel. Aber wir zeigen neben der Bodenansprache, was wir ja jedes Mal machen, der Kollege von Landesamt Herr Böss und von der Oberfinanzdirektion Herr Burkhardt sind auch dabei und unterstützen mich hier. Und daneben haben wir eben wieder, was wir oft denn auf den Feldtagen zeigen, die Bodeneimer mit den verschiedenen Böden aus den verschiedenen Regionen, national und international, also auch aus Brasilien und aus der Ukraine, aber auch Böden hier aus Scheppau, den grünen Boden oder eben aus Echim, also regional für ganz Niedersachsen. Daneben haben wir eben noch hier die Spatenaushübe gezeigt und erklären dann, ich erkläre dann auch wieder die einfache Feldgefügeansprache für den Praktiker. Das ist eben eine Methode mit relativ einfachen Kennwerten oder wenigen Kennwerten, die auf eine DIN A4-Seite passen. Und dazu gräbt man eben eine kleinere Grube, die 1 Meter lang und 50 cm breit und tief ist. Und kann dann den Oberboden und den Unterboden beurteilen. Und dann auch die verschiedenen Übergänge sehen, ob die Wurzeln durchkommen oder nicht. Sieht man dann auch die Regenwürmer, sieht man auch hier schön an dem Profil, dass die Regenwurmgänge bis runter gehen und die Pflanzen auch da gut durchwachsen. Und sieht auch an diesem Spatenaushub, dass der Oberboden mit dem Unterboden gut verzahnt ist. Ja, also es ist wirklich ein schöner Tag heute gewesen und auch ein voller Erfolg. Also der Boden spricht alle an und gerade im internationalen Jahr des Bodens, denke ich mal, haben wir hier auch einen wichtigen Part denn gesetzt. Ja, wir haben hier heute den großen Feldtag der Landwirtschaftskammer Niedersachsen durchgeführt. Ich denke mit 2800 Besuchern rund ein voller Erfolg und es war für jeden etwas dabei. Selbst die letzten Maschinenvorführungen, die gerade mal vor 10 Minuten zu Ende gegangen sind, wurden noch sehr gut besucht. Und allmählich, wirklich erst ganz allmählich, fängt an, das Gelände sich zu leeren. Und auch der Parkplatz erst jetzt fängt an, langsam leerer zu werden. Ich denke, dies ist eine Sache, die sich gelohnt hat, sowohl für die beteiligten Akteure als in jedem Fall auch für die Besucher.